berselang. Gak bisa. Willkommen zum Graduate Project 2023. Dieses Jahr, wir haben so viel erreicht. Wir sind wieder hier in Kakamega. Und ich bin die zweite Vorsitzende des Vereins Quiet Way. Ich bin dieses Jahr das 13. Mal hier in Kakamega und besuche unsere Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen. Und schauen einfach, dass es den Kindern hier gut geht. Wir haben eine junge Frau dabei, die Dominika, die uns begleitet. Sie arbeitet auch in Deutschland mit Kindern. Sie hat eine super gute Ausbildung und sie malt mit den Kindern, sie bastelt mit ihnen Spiele, sie hat Sandgebäck mit ihnen gemacht, um ihnen einfach zu zeigen, was man alles machen kann aus wenig. Als ich hier angekommen bin, habe ich gesehen, dass schon ganz, ganz viele Schritte erreicht wurden und dass vielen Kindern hier schon gute Unterstützung zukam. Aber ich sehe auch, dass einfach noch ganz viel zu tun ist, dass die Kinder hier Möglichkeiten haben zu spielen und Spiele zu bekommen und einfach Kind sein zu können. Und hoffe, dass das in Zukunft natürlich alles realisiert werden kann mit der Hilfe von Quiet Way. Der jetzt ein Jahr lang aufgepäppelt wurde. Er war sehr, sehr dünn und wir wussten gar nicht, ob er überlebt, als er zu uns kam. Und jetzt hat er so ein Wägelchen, wo er sich festhalten kann und übt einfach zu laufen. Wir haben natürlich auch Kleider mitgebracht und schauen einfach und Schuhe. Und schauen einfach, dass es den Kindern hier gut geht. So, ich bin sehr, sehr glücklich, dass die Kinder alle gesund sind und dass es ihnen gut geht. Das ist auch immer das Allerwichtigste für die Leute in Deutschland, dass wir dann unsere Sponsoren und unsere Freunde informieren können, dass alles hier okay ist. Seit 20 Jahren Quiet Way ist sehr, sehr erfolgreich. Wir haben viele Studenten erfordert. Und die haben fertig mit ihren Ausbildungen zum Beispiel und andere sind in Ausbildung. So, wenn wir zurückschauen, wir sind so erfolgreich und ich bin so stolz auf diese Arbeit. Und das ist super, super Arbeit, dass wir auch so die Jugend Zukunft geben. I'm Disho Noyolo, one of the beneficiaries of the Quiet Way Project. First of all, I want to take this opportunity to thank Mama Bernadine for the good work she has done for us. Secondly, I want to thank Mom Sibilla. She has been a good mother for us. She has been supporting us all through our academics. I want to thank the Quiet Way organization, Madam Bernadine and Sibilla, for providing me all the necessities I need in my academic. Sibilla and Bernadine have been supporting me throughout the college and I thank them, thank the Quiet Way for supporting me. Die andere, die arbeitet schon und verdient ein bisschen Geld. Wir haben eine junge Frau, die schon fertig, die ist jetzt Lehrerin, Jasmin. Ist auch ein Job und die wollte auch eine Junge nehmen von unserem Heim, dass die auch jemand von unserem Waisenhaus unterstützen. Die ganzen Sachen hier auf dem Gelände in Ordnung sind. Wir haben für die Küche neue Töpfe und so weiter eingekauft und natürlich auch Vorräte wie Mais und Bohnen und andere wichtige Sachen zum Kochen. Das ist super, super Arbeit. Wenn jemand uns unterstützt, können wir auch mal gucken, ja, wenn du ein Junge oder ein Mädchen unterstützt. Wir lassen das Mädchen nicht allein, bis das alles fertig ist und in Ausbildung ist. Wir haben als Familie eine Patenschaft übernommen für ein Kind und konnten so dafür sorgen, dass das Kind die Möglichkeit hat, in die Schule zu gehen und die Schuluniform bezahlt bekommt und ein Mittagessen erhält
und so einfach sein Recht auf Bildung wahrnehmen kann. Und wir machen das seit mehreren Jahren. Und dieses Jahr hatte ich hier die Möglichkeit, das Kind auch kennenzulernen. Es ist gar kein Kind mehr, sondern schon ein Teenager. Und es ist toll zu sehen, dass das durch eine Patenschaft einfach die Möglichkeit auf Bildung wahrgenommen werden konnte. So, ich bin sehr stolz auf unsere Arbeit und jemand kann jederzeit uns unterstützen und wir melden immer und bis zum Ende, dann siehst du, dass die Kinder erfolgreich sind und Zukunft haben. Ja, dieses Jahr haben wir geplant, die Moskitonetze fertigzustellen für die neuen Betten, die gebaut wurden. Ein anderes Problem war, dass wir im Weißen Haus nicht die entsprechenden Moskitonetze hatten für die Betten. Wir haben jetzt spezielle Doppelstockbetten konstruieren und bauen lassen hier mit entsprechenden angepassten Moskitonetzen nach unseren Vorstellungen. Und das klappt jetzt sehr gut. Alle Betten sind jetzt damit ausgerüstet und wir hoffen damit, den Kindern in Zukunft Malaria-Infektionen ersparen zu können. Die Doktoren, die hier jedes Jahr herkommen, geben den Menschen die Möglichkeit, einmal im Jahr kostenlose Check-ups zu bekommen und Medizin zu erhalten, um sich einfach versorgen zu können. Und mein Eindruck war, dass die Menschen, die hierher kommen und kostenlos untersucht werden, total dankbar sind, weil sie nicht die Möglichkeit haben, das einfach in einem Krankenhaus zu machen, weil das dort Geld kostet und die oft nicht die Möglichkeiten haben, die finanziellen, um sich das selbst zu organisieren. Und alle, die hierher kommen, sind total glücklich damit und es ist für die Doktoren, glaube ich, auch eine gute Situation, weil sie abends sehen, was sie alles schaffen konnten und wie vielen Menschen sie helfen konnten. Ich bin so stolz, dass wir von Deutschland einige Gehhilfen mitgebracht haben und gleich am ersten Tag, nach 2 Stunden, haben wir den ersten Patienten gefunden, der glücklich ist, dass er wieder laufen kann. Mit einer Krücke konnte er gar nicht laufen, mit einem Stock. Und jetzt ist er stolz, laufen zu können und ganz glücklich. Wir haben noch 2 Paar dabei und es wartet schon eine andere Frau auf das nächste Paar. Und also sie kommen sehr gut an. Wir müssen sehen, dass wir noch mehr von Deutschland bekommen für hier. Hauptprobleme waren am Anfang immer die Kommunikation mit den Patienten, die ja kein Englisch sprechen. Und deswegen brauchen wir immer einen Übersetzer von Swahili eben auf Deutsch. Das haben wir inzwischen gut im Griff. Wir haben Patientenakten angelegt und haben auch die ganzen Fragebögen für verschiedene Krankheiten so strukturiert, dass wir relativ schnell jetzt zu einem Ergebnis kommen und die Patienten zielgerichtet untersuchen können. Die Hauptgesundheitsprobleme hier sind natürlich chronische Krankheiten wie HIV-Infektionen, Diabetes, Bluthochdruck, die hier sehr häufig sind und oft mit schweren Komplikationen erst diagnostiziert und dann auch soweit möglich therapiert werden, wobei die Möglichkeiten hier oft sehr begrenzt sind. Für uns eine besondere Herausforderung ist, wenn wir schwere Erkrankungen haben, die wir gerne von einem anderen Kollegen spezialisiert untersuchen lassen möchten, diese Untersuchungen zu bekommen, weil die Patienten das Geld nicht haben, um die entsprechenden Untersuchungen zu bezahlen, sodass wir da in einer Zwickmühle sind. Das andere Problem ist, dass wir hier sehr oft Patienten haben mit Augenerkrankungen. Die häufigste ist sicherlich immer der graue Star, aber auch andere und grüner Star natürlich auch. Und für diejenigen, die wir einfach mit Lesebrillen versorgen können, hatten wir dieses Jahr 60 Lesebrillen in entsprechenden Stärken mitgebracht und die sind auch sehr, sehr schnell verteilt worden, sodass wir hier einigen Leuten sehr gut helfen konnten. I'm very grateful for Atway, for the medical camp that you've been giving us throughout the year. May God bless you abundantly and may you continue with that spirit and may God bless your families too. Am Freitag, 17. November, fand hier in ganz Kenia der Weltneugeborenen- oder Frühgeborenen-Tag statt. Für mich war das etwas Neues, ich kannte das nicht. Habe gehört von der Frau Dr. Kraft, dass es das in Deutschland auch gibt und in den Kliniken gefeiert wird.
Hier in Kenia wird das groß gefeiert. Wir waren eingeladen im County General Hospital in Kakamega und haben diese ganze Feier miterleben dürfen, haben die jungen Mamas gesehen, die alle noch im Klinikkittel da saßen und ihre Babys bekommen haben, teilweise mit der Känguru-Methode am Bauch getragen haben, diese ganz kleinen, die teilweise nur 800 Gramm haben. Und es war ergreifend. Wir sind dann rein ins Krankenhaus, in diese Frühgeborenenabteilung. Dort habe ich Inkubatoren gesehen, wo Kinder an ihren Schläuchen und im Wärmebettchen lagen. Es hat mich sehr berührt und ich finde es sehr gut, dass mit Hilfe von Spenden, von Jacaranda, von Quiet Way, von der Regierung von Kenia, da Gelder bereitgestellt werden. We brought you last year some clothes for the little ones, the babies. Daniel and Manuela, the young couple, they sat down and made new things for you. And they wrote names they made with love for you. So we have them here and after this each mother will get one. Dieses Krankenhaus ist sehr gut ausgestattet an medizinischen Geräten und kann vielen, vielen Frauen helfen, dass sie Kinder gesund zur Welt kommen. Das geschieht nicht immer, aber reicht nicht. Aber wir haben dann dort viele kleine Erstlingssets an Kleidung verteilt, die in Deutschland gesammelt wurden. Und die Frauen waren überglücklich. Also dieser Tag bleibt mir bestimmt immer in Erinnerung. Für mich ist Quiet Way eine Möglichkeit, in einer kleinen Community zu helfen und das auch hier zu etablieren, dass einfach ein paar Kindern geholfen werden kann und nach kann das Projekt hier wachsen und immer mehr Kinder unterstützen und Familien und die ganze Gemeinschaft im Dorf, sodass sich einfach was entwickelt, dass die Kinder Bildung bekommen und ordentliches Essen und eine Möglichkeit zur Schule zu gehen. Und ich glaube, dass das noch ganz klein ist, aber ich freue mich drüber, wenn das mit den Jahren einfach wachsen kann, sodass immer mehr Kindern und Menschen hier geholfen werden kann.